Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die in Staffel 4. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Montag, eine neue Woche hat begonnen. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Und heute ist es das erste Mal, dass wir hier in Staffel 4 wieder Highlife dabei sind. Ich habe ja die ersten Folgen voraufgenommen gehabt, weil ich ja eine Operation hatte. Und das hat natürlich ja gut zweieinhalb Wochen gedauert, bis der erste große Teil da sich regeneriert hat. Jetzt bin ich soweit relativ fit. Es gibt immer noch ein paar Kleinigkeiten, die dauern aber auch insgesamt ein ganzes Vierteljahr, bis das sich wieder alles erholt hat. Also so lange kann man am Ende natürlich nicht warten. Aber im Moment aktuell bin ich soweit fit und jetzt kommen wieder Highlife am Tag der Veröffentlichung die neuen Folgen. Wobei ich mir überlegt habe, eventuell, das muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache, ob ich Highlife live jeden Tag der Veröffentlichung immer die Aufnahme mache, sprich immer eine Folge am Tag, oder ob ich nicht eventuell sage, wir machen so im Wochenabschnitt, nehme ich das immer vor auf. Aber dann ist es immer so ein bisschen problematisch, was mit euren Kommentaren und Hinweisen so angeht. Ich habe unter anderem auch eure Kommentare natürlich gelesen, bei den voraufgenommenen Folgen. Und zwar natürlich hätten wir uns einfach mal die Chedons nehmen können. Wir sind es bloß drei, wir sind immer noch voll von der gestrigen Folge. Für euch ist es gestrige, für mich ist es schon Wochen her, wo ich die Folge da aufgenommen habe. Hier, guckt mal, 4153, wir haben das mal rüber, 4156. Und natürlich hätten wir die Chetons nehmen können und wir haben doch hier Automaten. Und da hätten wir uns doch Essen rausziehen können. Wir hatten ja so in den letzten Folgen so ein paar Essprobleme. Ihr habt natürlich recht, nur unser guter Bob denkt da nicht immer dran. Was soll ich dazu sagen? Und ganz so aufgeräumt haben wir da auch nicht, sehe ich da gerade. Was hat denn der wie sagt Skronk immer, der Vergangenheits-Bob oder der Vergangenheits-Weiner gemacht? Ich denke, wir haben hier klar Schiff gemacht. Tag 5 haben wir aktuell in Game. 0:15 Uhr ist es. Und hier schon wieder ein Zombie. Ah, das ist ja schlimm. Das ist so schlimm. Naja, hier haben sie sich auch durchgearbeitet. Genau, wie gesagt, ob ich das jetzt mal Highlife aufnehme, immer am jeden Tag eine Folge, oder ob ich das eventuell so im Wochenrhythmus vielleicht voraufnehme, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wobei ich denke mal, wenn ich sagen würde, ich würde das immer so im Wochenrhythmus voraufnehmen, ginge das immer noch, dass ich auch auf eure Kommentare reagieren kann. Das kommt halt bloß immer ein bisschen verzögert. So, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben eine Nachtschicht vor uns in dieser Folge. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal auspacken, weil wir noch randvoll sind aus der gestrigen Folge, die, wie gesagt, für mich ja schon wieder Wochen her ist, ne? So, das können wir so aufstecken. Das hat so wunderbar funktioniert. Hier hätten wir Munition. Wo ist denn unser Bogen? Der ist auch hier. Dann können wir das einmal rüberräumen. So, da haben wir natürlich wieder Sachen für den Händler. Wir versuchen das Ganze mal ganz leise zu machen, weil ich habe einen Zombie draußen gehört, ne? Und dann geht's langsam los. Tag 5. Wenn wir anfangen, dann endlich mal, also sprich dann morgen in der Folge, werden wir mal anfangen, unsere Hordennachtfalle aufzubauen. So, das kann man, glaube ich, alles hier schön verkaufen. Was ist hiermit? Was ist hiermit? Warum machen wir das nicht auf? Weil der schlechtere Werte hat. Nur die Haltbarkeit ist besser. Ja, dann lassen wir natürlich den auf. Dann hau den mal hier rüber. Das ist vollkommen richtig so entschieden. Das hier. Ach, haben wir schon modifiziert. Und sonst sind das die gleichen Stats. Alles klar. Dann das noch rüber. Wir gucken nach. Wir haben hier eine Eisentür. Ich erinnere mich, ich wollte diese Türen hier verstärken. Weil die sonst immer weggehauen worden sind, ne? Ich muss mich erstmal ein bisschen wieder reinfitzen. So, 2,5 Wochen. Geschmiedetes Eisen bräuchten wir. Müssten wir ja was haben, oder? Die haben wir doch eigentlich. Da. 15 Stück. Ist jetzt nicht die Welle. Wollen wir das wirklich? Können wir das wirklich? Wir machen es einfach, komm. Ja doch, die hatten beide Türen, glaube ich, weggehauen, ne? 10! Was ist das teuer? Boah! Im Schmiede noch oben. Mal gucken, haben wir da was schon reingehauen gehabt? Ich glaube, ja. Das Problem ist aber, genau, jetzt kann... Ja, das hören die jetzt natürlich.
Waffe wenigstens? Nee, nicht mehr die Waffe hat er nachgeladen, ne? Noch nicht einmal die Waffe hat er nachgeladen. Und wir haben noch keine Helmlichtmod, ne? Er lebt noch. Erstmal rein, falls noch irgendjemand kommt. Stimmt, Taschenlampe haben wir dafür, ne? Vergrabenen Schatz haben wir auch noch. Wow. Eine Geschäftshose. Naja, das läuft. Ja. Auf jeden Fall haben wir die aber erstmal hier aufgewertet, soweit. Gut, komm, dann lass uns mal nach oben gehen, nochmal den Rest jetzt verstauen, was wir erstmal aktuell nicht brauchen. Wir müssen irgendwann mal das Lager aufbauen, das weiß ich, das wollte ich hier an dieser Seite machen und das wären so gut 20 Kisten, die hier hinpassen. Das wird alles kommen, aber erst, wenn wir die ganzen Materialien auch haben dafür, ne? Essen haben wir, glaube ich, unten reingehauen. Haut das mal rüber, das... Oh, die Katze könnte man... Naja, komm. Das würde ich erstmal auch drüben hinhauen. Das ist für Munition. Das hätten wir sogar Kaffee, Essen, Bier. Das würde ich alles in der Küche erstmal reinhauen. Ich habe mir jetzt auch mal Gedanken gemacht in diesen zweieinhalb Wochen, wie wir hier was machen. Ich wollte eigentlich hier unten ja... Machetenteile. Ich wollte unten eigentlich ja hier eine quasi wie so eine Art Backup-Base machen. Ich würde gerne das als unsere Base lassen. Hier unten werde ich nicht großartig irgendwas jetzt errichten oder so, falls die Zombies, die haben sich da schon durchgearbeitet, dass die irgendwas jetzt uns zerkloppen. Ich würde das hier gerne als unsere Base haben, das am besten dann auch noch ein bisschen mit einer Mauer umschließen, also hier die Mauer, die wird kommen. Oh Gott. Und eine separate Backup-Base werden wir dann, wenn es dann soweit ist, wenn wir soweit auch sind, mit Materialien und so, werden wir die dann natürlich, noch separat errichten. So, den haben wir. Was ist Medizin? Können wir auch unten reinräumen? Das könnten wir auch unten reinräumen. Haben wir gar keinen? Doch 10 Nägel haben wir. Ein bisschen Holz. Kann ich schon eine zweite Kiste machen? Wo ist meine Beschriftungskiste? Die war, glaube ich, hier, ne? Ne, hier war sie nicht. Dann war sie hier. Da. 10. Haut genau gerade hin. Mach mal. So, jetzt guck mal ganz kurz. Ich muss hier den Überblick schaffen. Eisen 75. Riskieren wir es? Lassen wir die Schreier rankommen? Oder lassen wir es sein? Das ist hier die Frage. Das ist Händler. Okay. Rohrbombe haben wir auch noch. Das kannst du hier rüberpacken. Ja, gut, das funktioniert nicht. Alles klar. Dann machen wir das so. Das hier so hin. Auch noch Teile. Heidi Witzka. Bis wir hier fertig sind, ist die Nacht rum, ne? Aber okay, dann ist das halt so. Das würde ich rüberhauen. Das brauchen wir. Die Kiste eben auf. Das kommt dann unten hin. Wie sieht es eigentlich mit deinen Werten aus? Gönn dir das mal. Das kommt alles unten hin. Genau, das müssen wir dann mal gucken. Vielleicht fangen wir heute auch schon an mit der groben Planung. Also braucht man, glaube ich, noch ein bisschen Holz dafür. Schmerzmittel würde ich auch mal aufheben. Das kommt unten hin. Das kann erstmal hier rein. Zack, zack. Munition freue ich mich natürlich mega. Aber, ich muss hier noch ein Stück runter. Noch haben wir keine passende Waffen dazu. Das Einzige ist unsere Donnerbüchse hier, ne? So hieß sie, glaube ich. Medizin kommt unten hin. Das kannst du hier rüberhauen. Oh, 30 Molotow sehe ich schon. Sortieren wir hier, glaube ich, ne? Genau, dann gucken wir mal ganz kurz durch, ob wir jetzt hier verrottetes Fleisch könnten wir auch mit natürlich... Kaffee hat hier auch nichts drin zu suchen. Okay, 1700 Benzin haben wir, das ist schon mal gut. Ansonsten, das können wir auch unten reinhauen. Bam, bam, bam. Knochen. Ja, hauen wir auch mit unten rein. Mal gucken, wie der Platz dann ist, ne? Baumaterialien. Schraubenschlüssel haben wir schon einstecken.
Hab ich richtig gesehen. Na, der Armbus, der muss schon dahin, wo er hingehört, ne? So, zack. Gut, dann könnten wir... Warte, wir können die zweite Kiste schon mal aufbauen. Hauen wir die hier schon mal rein? Ne, warte, wir müssen die erstmal aussuchen, ne? Die hier war's. Bist du da richtig? So, sehr schön. Dann sind wir auch zufrieden. Dann gehen wir einmal runter. Bis jetzt ist die Nacht ruhig, das gefällt mir. Eine Dreiviertelstunde haben wir die Nacht auch schon wieder überstanden. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen abbauen und so. Haben wir jetzt hier... Haben wir noch gar nichts. Hier haben wir auch noch nichts. Wie war das hier? Hier haben wir das Bier. Hier haben wir dreckiges Wasser und die großen Wasserflaschen. Dann haut das mal so rein. Haben wir den Kaffee hier mit rein? Ja, komm, Kaffee kannst du hier mit reinhauen. Was hatten wir hier? Bier. Kaffee würde ich aufheben. Können wir immer wieder auch mit zum Abbau brauchen, ne? Hallöchen. Na, dann hier einmal rein. Zack, 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 zack. Langsam wird der Vorrat aber voller, ne? Das ist... Tierfett kannst du auch hier erstmal reinhauen. Hier, das, das, das. Das und das. Und... Den würde ich einfach mal mitnehmen. So. Ist die Frage, wo hauen wir? Haut das erstmal hier mit rein. Und hier. So. So. Medizinische Abteilung. Beziehungsweise. Und das kannst du hier mit reinhauen. So. Dann gehen wir ganz kurz hier rüber. Überall haben wir Licht, aber nicht im Bad. Was ist denn da los? Ne, das läuft ja hier. Haben wir noch Fackeln? Ich geh mal gucken. Fackeln haben wir nicht, so wie es aussieht, aber eine Kerze. Besser als gar nichts, ne? So, eine Minute noch und Nacht ist überstanden. Dann war es eine halbe Nachtschicht. Okay, passt auf. Ist aber nicht so schlimm. So. So. Ma, wird's romantischer. So. Okay, Honig. Schmerzmittel. Wow, man da was rein. Haut das mal hier mit rein. So. Da müssen wir auch dann irgendwann mal entsprechend natürlich die Kisten dazu craften. So. Wie gesagt, ich würde jetzt sagen... Wie viel Holz haben wir denn? Das ist nicht viel. Aber hier gibt es so ein paar Bäumchen. Dementsprechend. Zeit haben wir auch noch ein bisschen. Dann lass uns noch ein paar Bäume fallen. Dass wir wenigstens schon mal die Falle anzeichnen können. Planen können. Ich würde gerne die Zeit nutzen. Wir haben jetzt Tag 5, Tag 6 und Tag 7. Falls wir eventuell noch Materialien brauchen. Wenn wir natürlich zeitlich noch die Chance haben, gehen wir natürlich auch nochmal auf eine Loot-Runde. Entweder per Mission. Ich glaube, Händlerwechsel waren wir jetzt. Das weiß ich gar nicht mehr. Waren wir. Ich glaube, Tag 4 war Händlerwechsel, ne? Also gestern in-game-mäßig gesehen. Müsste man eventuell nochmal gucken gehen. Fahrzeuge haben wir ja leider noch keins. Dementsprechend. Wie war's denn? Warte mal, wie war denn das mit den Verteilen? Irgendwas wollten wir doch investieren, ne? Wir haben 2 Punkte. Mir war so, wir bräuchten noch 4. Für die Arbeitsstation, glaube ich, ne? Für hier. Level 4. Genau, 3 Punkte. Um das noch zu kaufen, der 4. Punkt. Also, uns fehlen noch 2 Punkte. Naja. Am 3. sind wir ja jetzt schon fast dran. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das noch heute. In dieser Folge. Wäre natürlich zu wünschen. Ah, sehr schön. Wie viel Holz haben wir jetzt? So knapp über 100 kriegen wir pro Baum, ne? Zumindest für die Großen hier. So, dann können wir uns jetzt noch gleich ein paar Frames machen, weil mit 12 Frames kommen wir nicht weit.
Schatzkarte ist noch offen. Jetzt fällt es nämlich ein, weil wir noch keine Dietriche haben. Beziehungsweise maximal, glaube ich, einen Dietrich haben wir, ne? Und Dietrich... Ein Dietrich haben wir. Dietrich konnten wir nur bauen, wenn wir die Arbeits... Genau, das hat man freigeschaltet, aber wir brauchen die Arbeitsstation. Jetzt fügt sich alles langsam wieder zusammen. So. Wie viel kann ich machen? 300. Machen wir 200. 200 können wir noch ein bisschen Holz sammeln. Nebenbei laufen die Frames durch. Erstaunlich ruhig bis jetzt, ne? Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir die... Jetzt läuft das natürlich durch, eine Minute lang. So. Clever abgekürzt. So, zack. Wir müssen zusehen, dass wir die Schmieden irgendwie unterirdisch kriegen, weil sonst kommt ständig die Schreierin an, ne? Sehr schön, wie kam er? 300, würde ich sagen, machen wir noch zwei Bäume, dann müssten wir um die 500 haben. Dann haben wir erstmal wieder... Erstmal Level Up, sehr schön. Level 6, 3 Fertigkeitspunkte. Ein Fertigkeitspunkt brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Dann können wir die Arbeitsstation freischalten. Wir müssen zusehen, dass die Schmieden runterkommen wegen den Schreierinnen unterirdisch. Weil ich glaube, dann können die ja nicht orten, ne? Beziehungsweise steht die Chance viel besser, wenn man die unterirdisch macht, dass die Schreierinnen weniger kommen. Das sieht doch schon schön aus. Unsere B sieht doch schon sehr schön aus. So. Den Baum noch. Und dann geht es auch an die Planung. Ja, das läuft doch. Und entweder machen wir am Ende dieser Folge, dass wir nochmal zum Händler gucken gehen. 476, ja, das sollte passen. Oder dann zu Beginn der morgigen Folge. Müssen wir mal gucken. So, und zwar... Zack, nehmen wir das mit. Möchte ich quasi von da oben. Hier gibt es so einen Absatz. Müssen wir mal gucken, wie man. Das ist Sicherheitsglas. Das dauert wahrscheinlich Ewigkeiten. Müssen wir mal gucken, wie man dann da oben hinkommt. Oder dass man sagt, man baut da irgendwie einen Durchbruch. Wie war denn das da? Komm, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal gucken, bevor wir. Tag da auf eine Tür hier, oder was? So, einmal. Einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Na. Ja, schön. Dann hier hoch. Okay. Hier oben würde ich gerne das alles abbauen. Das war meine Planung. Und hier quasi unseren kleinen Garten. Klein vor allen Dingen. Unseren Garten hier dran veranstalten. Hier hätte man einen Vorsprung, hier müsste man aber gucken. Wir müssten irgendwie entweder hier einen Durchbruch hinkriegen. 10.000. 300. Dass man das vielleicht hier wegmacht. Das war 3.000. Dass man irgendwie das Glas dort wegmacht und dann hier so eine Treppe hier hoch macht. Dass man dann eventuell... hier so rauskommt oder hier unten rauskommt, dann hier einen Steg rüber macht, dass man dann hier unten quasi steht. Quasi und hier, da gibt es ja diese Zugbrücken. Die hatten wir ja auch mal in der Staffel, wo wir die Burg hatten, ne? Genau hier, Zugbrücken. Quasi mit Zugbrücken dann quasi von hier aus die runterlässt, hier rüber geht. Dann einen Brückenpfeiler sich baut und dann noch eine Zugbrücke und dann quasi zu der Falle gerät. Von hier oben aus. Dass quasi nur von hier oben aus der Zugang zur Falle möglich ist. Ich glaube. 6er. 1, 2, 3. Hier, 5, 6 wäre die Zugbrücke. Hier würde dann der Pfeiler hinkommen.
Und dann nochmal 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann würde ich hier quasi... Voilà. Ja, das wieder dazwischen. Oh, wie ich das liebe. Das ist Unkraut. So. Würde hier quasi unsere Falle beginnen. Ich werde sogar noch verhalten. Naja, aber die ganze Falle wird, glaube ich, nicht in den Rahmen passen. 3 hier. So breit auf jeden Fall. 1, 2. 4 hoch. Und dann kommt der Boden. Das wäre quasi der Boden. So. 2, 4. Auch hier weiter. 2. 3. 4. Boden. Verständlich, oder? So. Zack. Und zack. So. 2, 3, 4. Sehr gut. Direkt am Felsen hier, ne? Das läuft. 2, 3, 4, Boden. Wie gesagt, das wird jetzt nur so angezeichnet, dass man das ein bisschen mal auch bildlich sieht, ne? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Da müsste man hier direkt auf der Höhe auch sein. Perfekt. Das kommt natürlich dann alles weg. Ich würde das nämlich gerne auch... jetzt hier nicht mit solchen dicken. 2, man darf nicht reden. Erstmal gucken. 3, 4, Boden. So. Nicht mit solchen dicken Pöllern hier aufbauen. Sondern es gibt. Monumento. Ich glaube, das war bei denen hier. Ich glaube, R gedrückt. Da gibt es nämlich auch verschiedenste. Genau. Hier. Steinplatte, Pfosten mittig. Oder Steinplatte. Plattenpfosten, der an der Seite angeragt ist. Einen von den beiden würde ich dann hier quasi als Stelzen nehmen, weil die haben den gleichen Wert wie so ein dicker Block, aber so hat man mehr Platz. Und die Zombies haben genauso trotzdem viel zu tun, aber das Ziel ist ja, dass sie den überhaupt gar nicht erst angreifen, sondern der Zutritt für die Zombies soll offen sein quasi. Natürlich mit einem Haufen Fallen gespickt. Das soll aber auf der Höhe da oben, also quasi, wartet, das weg und das weg. So, auf die Höhe quasi würde dann unsere Hortenfalle kommen, da oben unsere Box, und da drin würden wir uns dann bewegen. Wie gesagt, von hier aus müssten wir dann Zugang offenlegen, erstmal wie so ein, vielleicht schon ein kleines Labyrinth, gerade links, rechts, und damit gewissen Fallen da schon bespickt. Aber auch im Vorfeld, bevor wir hier vor unserer Box sind, sollen auch da schon eine Verengung irgendwie mal eingefügt werden. Und dann da auch schon, ich würde gerne mit Dart Traps arbeiten und auch natürlich wieder mit unseren Klingenfallen. Natürlich sind wir aktuell noch nicht so weit, aber die sollen natürlich dann auch irgendwann in diese Hortenfalle mit einfließen. Müssen wir mal gucken, wie das machen. Wie gesagt, Zugang hier wäre da oben drauf, dann oben auf der Box quasi eine Zugbrücke, die bis hierhin zu dem Brückenpfeiler geht. Hier hupt gerade einer, macht hier übelst fest. Läuft bei euch, sehr schön. Und wie gesagt, das Stück wird auch von hier aus mit einer Zugbrücke dann überbrückt. Am Ende müssen wir mal gucken wegen der Höhe, aber es könnte hinpassen. Das kann man jetzt abzählen quasi, beziehungsweise schauen wir einfach mal. Ansonsten, wir haben genug Woodframes. Das sollte reichen, um da was hinzukriegen. Sehr schön. Gut, dann kennt ihr jetzt so erstmal den groben Plan. Das können wir noch wieder einstecken. Nicht, dass irgendwelche Zombies hier vorbeikommen, weil die scheinen ja auch mal vorbeizukommen, wenn man nicht da ist. Und dann würde ich sagen, das hauen wir hier hinten rein. Gut. Zum Abschluss flitzen wir noch schnell rüber. Zum Händler. Gucken wir, ob der eine neue Aufgabe hat und was der noch so im Angebot hat. Ich bin froh, wenn wir echt dann... Und wenn es ein Fahrrad ist. Auch wenn beim Fahrrad die Stamina runtergeht. Aber ein fahrbarer Untersatz. Auf Ewigkeit... Das Fuß... Zu Fuß gelatsche quasi. Das geht gar nicht. Vor allem, wenn du... dann noch überlastet bist, ne? Der Händler war aber hier hinten, ne?
Haben wir den gar nicht markiert? Das macht mir Angst. Kurzer Ruckler. Doch hier hinten war der doch, oder? 2,5 Wochen Pause. Da ist er doch. Nicht markiert. Na, das ist eine Schweinerei. 2,5 Wochen Pause und alles vergessen. Naja, nicht ganz. So, da ist er. Das ist quasi... Na, da ist er doch. So nicht, mein Freund. So. Dann mache ich das nachträglich. Alles klar. So. Händler ist markiert. Jetzt ziehe ich den nach oben auf dem Kompass, ne? So. Händler hat offen. Das ist sehr gut. So, gleich mal die Donnerbüchse auspacken, dann weiß der Händler Bescheid, ne? Ich glaube, das geht nur mit der Magnum, um Vergünstigungen zu regeln. Dien, grüß dich! Hast du denn eine neue Aufgabe? Beseitige Zombies abholen, beseitige Zombies, beseitige vergrabene Vorräte. Das klingt doch gut! We always need someone to handle the tough. If you finish 2 more jobs this week, I will give you Employee of the Month. Ah, 2 Sachen in der Woche erledigen und wir sind Kunde des Monats. Alles klar. Gut, wir wollen das hier haben. 303. Das könnten wir ja auch noch machen. Soweit ist das gar nicht. In welche Richtung liegt denn der? In dieser Richtung. Wir gucken kurz auf der Karte. Da. In der Nähe von unserer Base sogar. Dann können wir das sogar morgen vielleicht in der Folge mitmachen. Wir gucken ganz kurz noch im Inventar nach. Wir haben jetzt eh unser Geld gar nicht mit, ne? Großvaters Lernelixier. 500. EP-Zuwachs. Das sollten wir eventuell für die Hortennacht investieren, oder? Munition. Penner-Eintopf, okay. Gar keine Waffen im Angebot. Lenkerbauplan. Bauplan-Raketenwerfer ist natürlich auch nice. Sichtbarkeitsmod. Mini-Motorradlenker, okay. Die Kunst des Bergbaus. Da du jetzt weißt, wie du dich bewegen hast, kommst du im Fall einer Rutschung meist Teil davon alleine 50% weniger. Oh, das ist wichtig. Wenn wir mal dann buddeln gehen. Den Tausende können wir auch investieren. Wir haben ja knapp 4,5, ne? Oh! Oh, 6.000. Wir brauchen Dietriche, Leute. Wir brauchen Dietriche. Damit wir die Schatzdings machen können, weil da gibt es ja immer Kohle, ne? Dietrich. Wir brauchen noch einen weiteren Punkt. Das ist das Nervige. Oder wir schlagen es auf, aber das dauert wieder so lange. Müssen wir mal gucken. So, ich laufe jetzt aber erstmal zurück. In Richtung des Schatzes. Den machen wir jetzt mit. Und den machen wir dann morgen. In dem Sinne sind wir erstmal am Ende mit der neuen Folge von 7 Days to Die. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Dann tun wir den Schatz ausheben da hinten in 222 Metern waren es gerade. Jetzt ist es weniger. Und dann machen wir weiter mit unserem Hortenbau, weil es müssen langsam vorankommen. Und wenn wir es schaffen, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wann sich das wieder ändert beim Händler. Vielleicht schaffen wir doch, was waren es, 6.800. Wir wollen das eine Buch noch mitnehmen, 7.800, so 8.000 Jetons vielleicht. Wir haben ja auch noch Sachen zum Verkaufen in unserer Base. Vielleicht kommen wir ja auf die 8.000, dann können wir uns einmal das Gewehr holen. Und mit einer Waffe in der Hordennacht wäre natürlich vielleicht nicht ganz so verkehrt. Als Backup zumindest. Und ansonsten... ja, wird es Zeit, dass wir unsere Hortenfalle fertig kriegen. Natürlich top aufgewertet wird es nicht werden, aber... Immerhin erstmal eine ordentliche Hortenfalle. So, die machen wir noch weg. Ja, das war nix. Keine Ausdauer, keine Ausdauer. So, jetzt vielleicht. Sehr schön. Ja. XP, wir brauchen XP. Ein T-Shirt, was wir auch noch für einen Händler haben. Und jetzt bin ich wirklich weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Na, das Nest nehmen wir noch mit. Ah, leider kein Ei. Macht's gut.